Das hier steht für den 75. Anniversario. Das ist jetzt die 75-jährige Geburtstagsedition, wieder ein 695, sprich ein Sondermodell vom Abarth. Ja, und die große, große Besonderheit ist jetzt wahrscheinlich das letzte Sondermodell. Was haben wir die letzten Jahre alles gezeigt? Den Cinquecento Riva, den Rivale entsprechend von Abarth. Wir hatten den Biposto, den SES, noch eine andere Version SES, den Scorpione Oro. Wir schauen uns nochmal an, was die Sonderedition hier, die letzte zum 75. Geburtstag, ausmacht, wie sie klingt und wie sie sich fährt. Viel Spaß! Für ein 695er Derivat, also eine Sonderedition, ist jetzt hier gar nicht so viel passiert am Ende. Man hat jetzt nicht mehr viel neu aufgerollt. Man arbeitet vor allem mit Stickern. Er ist ganz normal schwarz, in glänzend schwarz lackiert. Man sieht schon, trotz Waschanlage gerade, er war schon ordentlich mit uns auf der Autobahn unterwegs. Das Abarth-Logo vorne ganz klassisch. Es gibt immer noch nur Halogenleuchten, da hat sich nichts getan. Und ein Highlight sind natürlich die 17 Zoll Felgen hier in Gold. Dahinter sehen wir schon Brembo Bremsanlage, hier vorne sind 305 mm Bremsen gelocht an Bord. Sehr, sehr schick. Jetzt kann man sagen, ach, da haben sie die aus dem Scorpione Oro genommen. Der goldene Skorpion, kann sein. Jedenfalls, die Blende hier war damals rot, jetzt ist sie schwarz. Schon ganz schick. Und Highlight ist dann eigentlich das ganze Geklebe. Einmal hier der Sticker Abarth, sehr, sehr cool. Und das Beste siehst du eigentlich hier oben auf dem Dach. Ich glaube, wir gucken nochmal aus dem Haus, sondern dann sieht man es besser. Das sind Sticker, die hier diagonal zueinander beklebt sind in der Waschanlage. Sicherlich muss man gut aufpassen, wenn man den Wert erhalten will, aber passt. Dann dieses Kolbenkopf-Logo, 75 Jahre Abarth hier hinten nochmal. Und das war es im Prinzip beim Sondermodell. Von hinten passiert nicht viel, ganz normal das 695er Badge. Und hier unten sehen wir wie immer die Rekord-Monster-Abgasanlage, die ist natürlich jetzt hier dann serienmäßig dabei. SES-Modelle zum Beispiel, die gab es ja mit der Abarth-Abgasanlage, die wäre groß und rund. Und hier haben wir das eben auf beiden Seiten Doppelflutlicht und natürlich einen Diffusor. Was mir auch noch einfällt, es gab schon mal ein Sondermodell, da konnte man auch den Spoiler verstellen. Spoiler ad assetto variabile in der Neigung. Ist auch nochmal ein guter Tipp, oben rechts verlinkt, das noch anzugucken. Zum 75. übrigens die Spiegel nicht irgendwie in Carbon, sondern einfach in so einer Art rauem, matten Kunststoff ausgeführt. Naja, kann man machen. Im Interieur gibt es natürlich auch nochmal eine Eigenheit. Wir haben hier die Sabel-Schalensitze, hier mit schöner goldener Doppelnaht, einem richtigen Stick, also nicht nur, auch wenn es das Ende ist, nur irgendwas aufgeklebt, sondern wirklich hier der 75. Geburtstag, sehr, sehr schön gemacht. Hinten natürlich, kannst du mal vorklappen, hinten natürlich aus Carbon. Wir müssen ja schließlich Gewicht sparen. Das hat schon was, sehr schick. Hier Alcantara, also nicht irgendwie ein Mikrofaserstoff, sondern original Alcantara und ein Beat-Soundsystem, das jetzt gar nicht so wahnsinnig gut klingt. Die 7 Zoll Infotainment-Lösung hier ist mittlerweile serienmäßig an Bord. Apple CarPlay, Android Auto geht hier per Kabel, soweit ich weiß, und auch die Klimasteuerung gibt es. Gleich erzählen wir euch, übrigens in Sachen Technik während der Fahrt, wie dieses Auto im Jahr 2024 überhaupt noch zugelassen werden konnte. Eine Sonderedition wie die hier bekommt natürlich 180 PS, logisch. In 6,7 geht es auf Tempo 100, 250 Newtonmeter haben wir hier und natürlich immer noch die manuelle 5-Gang-Schaltung. Fährt sich schon ganz gut und ich bin ja tatsächlich immer Fan von der Rekord Monza Abgasanlage. Es gibt der Rekord Monza oder dann natürlich Akrapovic, aber die Akrapovic ist gar nicht so viel krasser. Es gibt hier wie immer den Skorpion-Knopf und der reißt dann beim Sound eigentlich alles raus. Hier fahren wir jetzt relativ moderat, hier in so einem Örtchen mit ein paar Kurven ist die Lenkung schön leichtgängig, echt angenehm, komfortabel quasi. Aber am Ortsausgang können wir dann den Skorpion drücken. Am schönsten ist es, wenn man aufs Gas geht, so, und dann den Skorpion drückt, Achtung. Oh, und dann wird es richtig laut, richtig angenehm. Abgasanlage auf, auch das ist ein Wunder, wie man die überhaupt noch so laut zulassen kann. Dritter Gang und wieder Gas geben. Das nach hinten raus, sehr, sehr laut. Von außen auf jeden Fall auch für dieses wahnsinnig kleine Auto super gut hörbar. Und hier bei 100 km/h hat man einfach ein Top-Handling auf der Landstraße hier, schön mit Sommerreifen. Ganz klasse, ganz, ganz wenig Gewicht, auf jeden Fall unter einer Tonne. Frontgetrieben, schöne Kombi. Diese Kombi gibt es aber schon lange und auch unabhängig vom Sondermodell. Das haben wir in den Jahren zuvor ja immer wieder gezeigt. Am Antrieb hat sich hier also nichts geändert.
können wir doch mal schön manuell beschleunigen auf Tempo 100. Achtung. Das Sondermodell hier ist übrigens auf 1368 Stück limitiert. Warum genau diese Zahl? Das ist der Hubraum. Das ist ja hier immer noch der 1.4 T-Jet, also 1.4er Benziner, der auch wunderbar hier einfach reinpasst. Maximal reicht sie übrigens für 225 km/h. Auch das ist ja schon bekannt gewesen von anderen Modellen. Hier haben wir übrigens ebenfalls in Serie, genau wie die Record Monster Abgasanlage, die Koni FSD Dämpfer. Und mit der Taste verstellen wir aber nur wirklich die Gasannahme, Lautstärke und die Lenkung, also so wäre es jetzt wirklich weiche Lenkung und ruhig, und so wird auch die Lenkung wesentlich sportlicher. Älteren Asphaltbändern merkt man natürlich, dass er schon sehr, sehr sportlich gefittet ist mit diesen Flicken hier. Da ist man einfach sehr nah am Boden und tatsächlich macht eine lange Autobahnfahrt mit dem Tönen dann gar nicht so viel Spaß. Also er ist schon besser aufgehoben auf der Kurzstrecke bzw. sportlichen Landstraße. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Warum musste man dieses Auto bis zum 5. Juli zulassen? Ganz einfach, er ist jetzt nicht mehr zuzulassen. Er hat nämlich einfach keinerlei Assistenzsysteme. Seit dem 5. Juli oder seit Juli 2024 muss ja jeder in der EU zugelassene Neuwagen einen Tempolimitwarner haben. Tempopiepser hat er nicht. Er hat keine ACC, er hat in der Ausstattung nicht mal einen Tempomaten und entsprechend ist er nachher nicht mehr zulassbar. Und auch das ist wahrscheinlich ein Grund, wieso es das Abarth-Derivat im Gegensatz zum Elektro nicht mehr geben wird. Die Setanta Cinquesimo Anniversario kostet wie alle Abarth-Sondermodelle viel zu viel, nämlich knapp 38.000 Euro. Aber vielleicht kriegt es ja mal einen Sammlerwert. War bei Abarth nie anders. Man muss natürlich wissen, der Abarth 500e oder die Elektro-Version 600e entsprechend dann, die kostet genauso viel. Und dann ist man natürlich mit der Variante deutlich besser dran, hat mehr Reichweite und einfach wesentlich mehr Spaß. Weil die Elektroversion haben wir schon oben rechts verlinkt gezeigt. Auch ganz nett und cool irgendwie, aber halt elektrisch und auf der Plattform, schwierig. Deswegen sind wir gespannt auf eure Meinung. Würdet ihr euch den nochmal kaufen oder vielleicht gebraucht kaufen? Wenn gebraucht kaufen, dann einfach eins unserer alten Videos gucken. Zum Beispiel mein Lieblingsderivat, das war der Abarth 695 Rivale. Den fand ich immer am schönsten mit Mahagoniholz teilweise. Da hat man noch mehr Wert auf die Details gelegt. Hier ein schönes, wahrscheinlich letztes Sondermodell, aber jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Das sind halt vor allem Sticker. Ja, wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Danken euch fürs Abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir verlinken im Abspann nochmal möglichst alle Videos hier, die wir schon zu Abarth und Abarth Sondermodellen gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.